Typisch Deutsch. Herzlich willkommen zur siebten Folge der Serie Typisch Deutsch. Mein Name ist Heinkel Thunscheid. Heute geht es um die Frage, warum sind deutsche Produkte so beliebt im Ausland und das Markenzeichen Made in Germany? Ich muss zugeben, dass ich mich mit der Aufnahme dieser Folge sehr, sehr schwer getan habe, da ich auf jeden Fall den Eindruck vermeiden möchte, hier sitzt der arrogante Deutsche und preist jetzt die deutschen Produkte an. Eine unbestreitbare Tatsache ist allerdings, dass Deutschland seit Jahren zu den Top-Exportstaaten zählt und in der Zeit von 2003 bis 2008 sogar Exportweltmeister war. Und selbst wenn ich mich jetzt hier in meinem kleinen Haushalt in Kharkiv umschaue, finde ich auf Anhieb zwei Produkte, die damit werben, dass sie entweder in Deutschland hergestellt wurden oder aber nach deutschen Qualitätsstandards fabriziert wurden oder aber deutsche Technologie beinhalten. Egal, ob es sich um ein Geschirrspülmittel handelt, das nach deutscher Qualität hergestellt wurde, oder um die Waschmaschine, die deutsche Technologie beinhaltet. Oder auch deutsche Kraftfahrzeuge. Der Hinweis auf Made in Germany scheint ein Garant für Qualität zu sein. Das war allerdings nicht immer so. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts galten deutsche Produkte im internationalen Vergleich als billige und schlechte Kopien der Originale. Nachdem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts neben England auch andere europäische Länder die Industrialisierung vorantrieben, nahmen Exporte nach Großbritannien erheblich zu. Diese importierten Waren waren von vermeintlich minderwertiger Qualität und bei manchen Produkten handelte es sich um reine Nachahmerprodukte und Plagiate. Und einige dieser Produkte, dieser schlechten Produkte, kamen auch aus Deutschland, sodass deutsche Waren bald einen sehr schlechten Ruf hatten. Im August 1887 beschloss daher das englische Parlament, den Merchandise Marks Act 1887. Dieser schrieb vor, dass auf Waren unmissverständlich das Herkunftsland anzugeben sei. Importierte Ware wurde so für jeden erkennbar. Etwa zu dieser Zeit gab es in Deutschland auch eine große Qualitätsoffensive, um in Deutschland produzierte Waren zu verbessern. Insbesondere die Ausbildung der Ingenieure wurde erheblich verbessert und schon bald stand Deutschland in dem Ruf, das Land zu sein, das die Maschinen baut, die Maschinen bauen. Und so wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts aus der ehemaligen Warnung Made in Germany das Gütesiegel Made in Germany. Allerdings war es nicht nur die Qualität der deutschen Produkte, die dafür sorgte, dass diese Produkte im Ausland so beliebt wurden. Eine große Rolle spielten auch Eigenschaften, die gemeinhin als typisch deutsch angesehen werden: Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Servicefreundlichkeit. So, und damit kommen wir nun zu einigen statistischen Daten. Im Jahr 2020 exportierte die Bundesrepublik Deutschland Waren im Wert von 1.380 Milliarden US-Dollar und landete damit hinter China und den USA auf Platz 3. Bei einem 2019 vorgenommenen internationalen Vergleich hinterlässt Made in Germany den positivsten Eindruck. Und ich denke, auch ohne jetzt arrogant zu wirken, kann ich zu dem Schluss kommen, dass Made in Germany tatsächlich ein Gütesiegel ist und nicht umsonst deutsche Produkte im Ausland so beliebt sind. Und damit verabschiede ich mich aus der Ukraine mit einem typisch deutschen Tschö. Typisch deutsch.